Ich denke in dieser Zeit, wenn ich draußen bin, an meine Familie. Ich bin sehr sensibel und habe ein schweres Herz. Wo bin ich denn hier? Im Krankenhaus, wo denn sonst? Was ist schon wieder los? Ich wollte doch, dass es vorbei ist. Ah, da liegt ja noch jemand. Ja. Mich haben so ein Fahrrad runtergefahren, so ein Autofahrer. Und Ach hab ihn noch. nee. Ja, und hab ihn noch beschimpft. Ja, weil ich obdachlos bin, ne? Dass ich sein Auto zerkratzt hätte. Obwohl ich gar keine Schuld hatte, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich jetzt im Krankenhaus bin, ne? Ich habe ein Zimmer, ich habe ein Bett, ich habe mein Essen. Ich habe richtig Angst, Alter. Ich schwöre dir, wenn ich wieder entlassen wäre, weil ich gar nicht weiß, was los ist. Ja, die Angst habe ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Scheiß Alkohol hat alles zerstört. Die Familie verloren, die Arbeit verloren. Wie soll's weitergehen? Hey, guck mal den unseren Nachbarn an, du, der hat einen Blinker, du. Hey, Herr Kollege, hey. Ja, was gibt's denn? Hey, sag mal, was ist mit dir passiert? Du hast ja so einen Blinker, ey. Ja, ich muss leider sagen, ich bin überfallen worden. Die Polizei hat mich eingeliefert. Oh, was ist denn dir genau passiert? Was? Ich habe Platte gemacht in Minn und da hat man mich an der Weser überfallen und wollten mich abstechen. Echt? Innerhalb von 5 Minuten waren 3 Streifenwagen vor Ort. Das ist doch. Heißt du Werner? Jo, ich bin der Werner. Bist du aus Berlin? Auch richtig. Das haben wir doch erst gelesen in der Zeitung. Wie, das stand in der Zeitung? Das stand in der Zeitung, sonst wüssten wir nicht, wer du bist. Wie, seit wann habt ihr denn eine Zeitung hier? Ja, im Krankenhaus gibt es auch Zeitung, ich bitte dich. Ja, aber doch nicht kostenlos, die muss man doch bezahlen. Naja. Ja, da wird abgewartet, bis jemand gelesen hat und dann fragt man Aha. höflich. Ja. Aber Was macht man jetzt eigentlich, sag mal? Jungs, ich hätte auf irgendwas Appetit. Wie soll's weitergehen? Das ist die Frage. Das kann ich Ich dir leider auch nicht bräuchte sagen. unbedingt Hilfe. Aber ich weiß nicht wohin. An wen kann ich mich wenden? Weiß einer, wie spät das ist, zufällig? Nee. Tea Time. Ich weiß ja noch nicht mal, wo Richtig. ich bin. Was willst du? Kaffee! Ja, mit Apfelstrudel. Mit Apfelstrudel, das wäre was. Ja. Das wäre es jetzt. Das glaube ich richtig. Das wäre das Schönste für Dann wird uns. der Tag schön zu Ende gehen. Meine Oma ist gestorben. Oh, das ist aber nicht schön. Hatte Blutkrebs. Oh wei. Ja. Und das ist noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimmste daran so gefühlt. Ich musste das im Krankenhaus in der Psychiatrie von den Ärzten erfahren, weil meine Familie, also meine Mutter besser gesagt, mir den Kontakt seit Jahren verboten hat. Aber die in der Klinik, die haben irgendwie keine Gefühle, irgendwie zeigen die nicht, keine Ahnung. Seit 10 Jahren pumpen die mich mit Tabletten zu. Seitdem ich 12 bin also, ich weiß einfach nicht weiter. Deswegen bin ich erstmal hierher gekommen. Ja, das verstehe ich. Diese Kittel in Weiß, die verstehen nie was. Und wenn man es ihnen erklärt, kapieren sie es immer noch nicht. Kann man nichts machen. Ich weiß was. Ich gebe da jetzt mal eine Tasse Tee hier und dann gehst du hinter. Das sind die Duschen und Kleidung. Da guckst du mal, was dir passt. Und dann können wir gucken, wie es läuft. Danke. Ich guck mal. Ich weiß nicht, was da los ist. Hast das Mädel mitgekriegt? Also können wir da irgendwas tun? Ich weiß nicht, was man da machen kann, weil wir haben wenig Etat. Du kannst ihr Essen geben, das kriegen wir umsonst von der Tafel, aber mehr nicht. Hey, Danai. Was ein Chef. Die kannst du alle in der Pfeife rauchen, die Kerle. Was ist denn los? Was los ist? Dieser Vollidiot von Chef. Kannst du vergessen. Hier nichts tun. Ich soll dir nur kostenlose Sachen geben. Das geht gar nicht für mich. Weißt du was? Ich schmeiß die ganze Scheiße jetzt hin. Ich helfe dir und wir gehen jetzt. Und was ist mit der Klinik?
Ganz einfach. Ich rufe in der Klinik an, sag ihr, was los war, dass du total verzweifelt warst, dass du zu mir gekommen bist und dass ich denen mal erkläre, dass es in ihre doofen Schädelei geht. Es muss geholfen werden und sie müssen menschlich bleiben, wie es eigentlich immer schon sein sollte. Wirklich? Ja, natürlich. Das Danke. Kannst du mir glauben. Apathisch, erwachend, betonungslos. Zweimal Hilfe. 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 Panisch, aufbegehrend, aufschreiend. Wo bin ich? Wo bleibe ich? Feststellend, schmerzlich, verkrümmend, in die Knie gehend, wiederholend. Suche seit 30 Jahren. Suche seit 30 Jahren. Suche seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Ich suche seit 30 Jahren. Ding, ding, ding. Hier ist die Tagesschau 0.7. Ich berichte live von Festival Theaterformen in Hannover. Heute ein Bericht über Obdachlosigkeit. Durch Corona haben viele ihre Wohnung verloren. Nicht nur junge, sondern auch ältere Menschen sind von Armut betroffen. Für viele Menschen aus den älteren Generationen reicht die Rente nicht zum Leben. Sie müssen Flaschen sammeln, um zu überleben. Hannovers Immobilienpreise haben im vergangenen Jahr eine nie dagewesene Höhe erreicht. Viele Menschen können sich keine Wohnung mehr leisten und landen auf der Straße. Wie können wir zu Hause bleiben, wenn wir kein Zuhause haben? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Corona-freien Abend. Ding, ding. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Name ist Martin Wagner und ich suche eine Wohnung. Aha. Wissen Sie, wie viele Leute täglich hierher kommen und von mir eine Wohnung haben wollen? Und auch wieder rausgehen, ohne von mir eine Wohnung gekriegt zu haben? Naja. Aber sagen Sie mal, wo wohnen Sie zurzeit? In der Wohnungsloseneinrichtung in der Büttnerstraße. Ach du Scheiße, kommt so noch welche Strecke aus der Einrichtung. Ja, was? Hätten wir fast noch denken können, dass Sie aus der Büttner sind. Von hier kriegen Sie definitiv keine Bude. Was gibt's denn da zu seufzen? Hab ich mich unmissverständlich ausgedrückt, oder was? Es geht auch freundlicher. Freundlichkeit? Freundlichkeit bei mir? Ja. Gut, dass Sie mich nicht kennen. Weil Freundlichkeit ist bei mir grundsätzlich ein Fremdwort. So, so. Ja. Außerdem, wieso wollen Sie eine Wohnung haben? In der Büttnerstraße haben Sie ein Dach über dem Kopf. Haben drei Mahlzeiten am Tag. Können da arbeiten gehen, weil das ist auch mir bekannt. Wenn sie zwischenzeitlich da nichts zu essen kriegen, können sie zum Beispiel zum Bollerwagen-Café gehen, sich da versorgen lassen. Also, da geht es ihnen doch gut. Also bitte. Naja, eigentlich wollte ich ein geregeltes Leben. Nicht mehr bevormundet oder sonst wie. So wie Sie aussehen, Herr Wagner, entschuldigen Sie bitte. Wir brauchen erstmal noch ein paar Monate, ein paar Jahre Hilfe von Ihrem sogenannten Sozialarbeiter. Also von mir kriegen Sie definitiv keine Wohnung. Und wenn Sie sich beschweren wollen, da gibt es, glaube ich, diesen komischen Verein Stidu, so eine Ombudsstelle hier in Hannover. Können Sie ja da hingehen. Verpissen Sie sich. Tschüss.
Ja, grüß Gott, Herr Schlumpf. Grüß Sie. Grüß Sie. Schön, Sie kennenzulernen. Grüß Sie, wer sind Sie? Ich bin der Bübel, großes B, kleines Übel. Ja? Es geht darum. Erstmal Glückwunsch, ich habe gehört, Sie sollen in den Vorstand gewählt werden. Wer hat das denn schon wieder gezwitschert? Die Engelchen. Mit B davor, oder was? Ja. Und vielleicht denken Sie dran, dass Sie mich einladen, ja, wenn das mit der Vorstandssitzung klappt bei Ihnen. Hm? Mal schauen. So, jetzt aber mal zum Thema. Okay. Ich habe Ihnen ein Dossier zukommen lassen, ja, weil ich eine größere Wohnung suche. Ja. Und die sollte nicht weiter als 2 Kilometer von hier weg sein. Das sollte nicht das Problem sein, auf Höhe vom Maschsee ja, sind hier eine Menge bitte, leerstehende Wohnungen. Machen Sie mal bitte die Akte auf, schauen Sie mal bitte rein. Ja, Moment. Sie sehen, die benötigte Solvenz ist da, überhaupt kein Thema. Lupen rein, definitiv. Ja, geht in Ordnung. So, dann hätte ich eine zweite Frage. Wäre das für Sie okay, wenn ich einen Untermieter anstelle? Ach, wissen Sie, Herr Bübel, grundsätzlich spricht da nichts gegen, weil die Wohnung ist groß genug, die Nachbarn sind auch gut sozial eingestellt, also spricht nichts dagegen. Ja, das ist super. Würden Sie mir das bitte gleich ausfüllen und mir mitgeben? Ja, klar. Das wäre ja herrlich, ja? Ja, ja. Mach kurz fertig. Kleinen Moment. Dankeschön. Herr Wagner, kommen Sie mal bitte rein. Moment, Herr Wagner. Sie habe ich gerade erstmal rausgeschickt. Was wollen Sie hier noch? Setzen Sie sich nochmal hin. Und hören Sie mal den Herrn Bübel zu. Der Mann hat recht, setzen Sie sich bitte hin. Sie ja. können mir erstmal gar nichts befehlen, ja? Doch, setzen Sie sich bitte hin, Herr Stunz. Wir haben Herr Ihnen Bübel. Was zu erklären. Ja, bitteschön. So, es geht um Folgendes. Ich bin gerade dabei, einen Artikel zu schreiben. Für die Bild-Zeitung, oder was? Nein, für die Hannoversche. Genauso Käseblatt. Ja, danke. Aber Sie würde interessieren, dass wir unterwegs sind. Das ist übrigens mein Chefredakteur, der ausnahmsweise... Chefredakteur bei Asphalt oder wo? Lachen Sie nur. Der ausnahmsweise mitgekommen ist, um zu sehen, wie solche Recherchen, die ich anstelle, funktionieren. Und prompt sind darauf reingefallen. Sie haben einen einfach Arbeitslosen links liegen lassen. Versteckte Kamera mit Guido Kanz, oder wie? Ja, wenn es das wäre. Das wäre nicht schlecht. Aber ich befürchte, aufgrund des Artikels, den ich namentlich dann auch benennen werde, dass Sie vielleicht mit der Karriere doch Herr Bübel, etwas, kommen Sie mal endlich auf den Punkt. Dass Sie mit der Karriere doch noch etwas warten sollten, ja? In diesem Sinne bedanke ich mich. Er fault mir die Hand ab, bevor ich Ihnen die nochmal gebe. So was Hinfahrtfotziges wie Sie habe ich ja schon lange nicht in meinem Büro. Das höre ich doch auch gerne. Hey, yo, Alter, na, wie geht's? Du hier im Park, wo kommst du denn her, Mann? Ja, ich dachte mal, ich komme zum Park, Alter. Und du vom Bahnhof oder was? Klar, ich habe vorher noch geschnurrt. Passiv. Hast Hallo, du hast du genug für heute? Ich verkaufe Straßenmagazin Asphalt. Es kostet Kupfer. 1,50 Euro. Haben sie mir auch nicht gegeben. 90 Cent sind für echt den Verkäufer nicht? Und 60 Was Cent war denn mit Jessica von gestern? Die ist ja völlig durchgedreht auf Kokain. Darf ich Ihnen ein Exemplar anbieten? Ja, kann ich ja nichts machen, wenn sie durchdreht. Ich wünsche Ihnen dennoch einen Hast du sie beruhigen können? Hat die das sieht ja lustig aus. Wie, was kann das? Da stehen intelligente Sachen drin, da können Sie sich weiterbilden. Wie als normaler Bürger? Sie sehen wie ein Punk aus. Punk kenne ich nicht. Mach. Ja, was ist interessant, los? Nicht? Was ist denn los da? Was hast du? 1,50 Euro. 1,50 Euro für sowas? Ja. Das hat die Redaktion dran gearbeitet. Die Menschen, die auf der Straße leben, haben auch dazu beigetragen, dass das so ein tolles Magazin wird. Das ist hier unser Park und du verkaufst dir gefällt Hilfe. Gar nichts mehr. Mensch, Alter. Du verkaufst dir Hilfe. Gar und deine Uhr, die gefällt mir übrigens auch schon seit gestern. Hilfe! Nein, komm, seit ich gestern. Die Liste gleich bitte. Hilfe! Seit gestern. Hilfe! 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 Hilfe!
Steh mal auf. Ich helfe dir. Komm, stell mal auf. Einfach durch. Geht's dir jetzt besser? Mein Herz. Hofgang! Ah. Jetzt schon! Sei doch glücklich, raus mit dir! Schön, dich zu sehen. Ja, das muss ich ja sagen. Wo kommst du denn auf einmal her? Seit wann bist du denn hier drinne? Seit 20 Monaten. Wie? Seit 20 Monaten? Ja, seit 20 Monaten. Was kannst du dir denn eigentlich unter Freiheit vorstellen? Was hast du denn da für Träume? Die Träume habe ich nicht mehr. Träume hat immer was mit Realität zu tun. Ja, aber wenn du sagst, was du erzählst, kann ich dir ja mal sagen, was ich denke. Ich denke, ich schnapp mir meistens, wenn ich draußen bin, natürlich, meinen Rucksack, schleich durch die Wälder, das habe ich das größte Haus der Welt. Das zweite Mikro. Wie meinst du das genau? Ja, ganz einfach. Guck doch mal um. Über beim Hof kannst du auch so den Himmel sehen. Mhm. Siehst du da eine Begrenzung? Aber ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Ob in 10 Jahren, ob überhaupt. Ja, ich komme in 15 Jahren raus. Das weiß ich ganz genau. So lange muss ich... Deswegen aber denke ich nicht daran. Ich habe nicht mal das Bedürfnis, an draußen zu denken. Ja, aber warum? Die Träume sind schon... das, was ich träume, hat damit was zu tun... was hier ein Stück erreichbare Realität ist. Träumst du dann gar nicht von der Freiheit, oder was? Nein. Ja, das ist natürlich große Scheiße. Ich muss mich ja hier verhalten. Schande. Es ist eine Schande, was man für Wohnungslose macht. Wie man sie auslacht. Zu viele Vorurteile ziehen eine lange Meile, als hätten... alle ne Meiße, der Rest ist leise. Es gibt vielen leeren Wohnraum, der nicht genutzt werden darf, weil die Entscheiden sind Abschaum, denn es besteht viel Bedarf. Es ist eine Schande, was man für Wohnungslose macht, wie man sie auslacht. Zu viele Vorurteile ziehen eine lange Meile, als hätten alle eine Meiße. Der Rest ist leise. Ich bin die Sophia. Ich bin hier wegen dem WG-Inserat, was ihr im Internet veröffentlicht habt. Ah, okay. Ja, dann setz dich doch. Dann redet sich etwas leichter. Dankeschön. Und? Wie geht's dir heute so? Ja, mir geht's gut, danke. Sieht etwas nervös aus. Alles gut? Ach, wahrscheinlich bin ich einfach aufgeregt. Einfach aufgeregt. Ja, guck mal da. Da haben wir eine große Küche. Ah, ja. Ein etwas kleineres Bad. Ja. Dafür haben wir nochmal ein kleines Wohnzimmer, wenn du da mal für dich sein möchtest. Wenn du den Flur hintergehst, dann ist dein da Zimmer. Schöne bunte Türen haben wir da, dass jeder so weiß, wer wo ist. Ja. Ich kann dir leider Gottes meine Mitbewohnerin, weil wir sind dann, wenn du es möchtest, zu dritt nicht vorstellen, die ist gerade im Urlaub. Ja, okay. Kann man halt nichts machen. Um sich so ein bisschen kennenzulernen, hier ist es ein bisschen steif in der Wohnung. Was hältst du davon? Wir gehen einfach zum See und quatschen da mal ein bisschen weiter. Gerne. Gut, Red, was ist los mit dir? Ich bin ein Mensch, der bohrt so lange bei dem anderen Menschen, bis er erfährt, was los ist. Ach du. Ich bin nervig, sehr. Ach, du bohrst du ganz umsonst. Wer weiß, was du reinhörtest. Ich bin halt ein bisschen nervös und gestresst, aber alles in Ordnung. Ja, da ist gar nichts in Ordnung. Das Lachen, was du drauf hast, das ist künstlich. Das ist nicht vom Herzen. Was ist los mit dir? Erzähl, ich höre dir zu. Ach du, jeder hat auch sein Päckchen zu tragen, aber alles in Ordnung.
Müssen wir doch jetzt nicht drüber reden. Wir reden jetzt drüber, weil du möchtest ein Zimmer bei uns und ein bisschen Ehrlichkeit untereinander wäre richtig, richtig cool. Ja. Könnte das denn theoretisch klappen mit uns? Könntest du dir vorstellen? Warum nicht? Du bist ein hübsches Mädchen, du bist nett, du bist zuvorkommend. Im Haushalt kannst du auch gut helfen. Was soll's? Wir versuchen's. Ist doch alles gut und schön. Du hast mir ja nicht gerade erzählt, dass du sonst was hast, oder? Nee. Ja, also. Also heißt es, du hast momentan keinen Wohnsitz. So wie du gerade am Rumdrücksen bist. Also ist ja schlimm. Ich habe halt gerade keine Wohnung und ja, du hast von diesen Entenhäuschen gesagt und Mann, ja, die haben halt meine Kumpels da hinten angefackelt. Ich wohne gerade halt sozusagen hier mal da. Ich bin halt auf der Straße. Okay, du bist jetzt auf der Straße. Du bist zu uns gekommen, du möchtest ein Zimmer haben. Wir öffnen dir unser Herz und was es noch gibt. Und dann hast du das Zimmer und bist nicht mehr obdachlos. Das ist doch was, oder meint ihr nicht? Echt, du gibst mir einfach so das Zimmer, wo du das weißt? Ja klar, du hast mir ja nicht gerade erzählt, dass du im Gefängnis warst und einen umgebracht hast. Nee, also bitte. Nicht. Ja, also. Ja krass, ich habe eine Wohnung. Siehst du? Hey, ich brauch Euro, ist was ich brauch. Ich brauch Euro, ist was ich brauch. Ich brauch Euro, ist was ich brauch. Und wenn ich dir meine Story erzähl, kannst du nicht mehr. Ja, warum ich wohnungslos geworden bin? Naja, erstens, ich hab meinen Job verloren. Ja, bin depressiv geworden und nach einer Weile bin ich rausgeworfen worden. Und so bin ich auf die Straße gelandet. Hey, hey. Ich brauch ein Euro, Euro ist was ich brauch. Ich brauch ein Euro, Euro ist was ich brauch. Hey, hey. Bis 2002 hatte ich noch ein normales, solides Leben. Eine feste Wohnung, bis mein Vater starb. Ich bin freiwillig ins Elternhaus zurück, da meine Mutter psychisch erkrankt war und 24 Stunden, 7 Tage die Woche meine Hilfe brauchte. Mein Vater war keine 2 Monate unter der Erde, lernte sie einen neuen Lebensgefährten kennen und ich war plötzlich für ihr Luft. Es kam der 24. Dezember 2002. Sie legte mir 500 Euro hin und sagte nur: Pack deine Sachen, ich brauche dich nicht mehr. Ich habe jetzt meinen neuen Partner. Hey, hey. Hey, hey. Ich brauch Euro ist was ich brauch. Vor meiner Haft rieten mir meine Freunde, du musst deinen Kummer ertränken. Nach meiner Haft habe ich nur noch ein Problem. Wie bekomme ich die Verantwortlichen ins Wasser? Hey, hey. Hey. Ich brauch Euro ist was ich brauch. Ich brauch Euro ist was ich brauch. Die Geburt. Wohlfühlen. Baby sein. Einen Klaps auf den Hintern bekommen. Spielen im Sandkasten. Schule. Lehre. Beruf, Kennenlernen einer emanzipierten Frau, Anpassung, Ehekrach, Kindergeschrei, Papa, Papa, kann ich es ertragen? Ich breche aus.
Ich haue ab. Ich erleide einen Zusammenbruch. Krass! Hey, hey, ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Als ich beim Kuh war, bei mir wurde meine Papiere gestohlen. Ich habe in Deutschland studiert. Und eigentlich, ich bin bekannt. Und im Amtsgericht haben das versagt, weil ich habe keinen Personalausweis und könnte das nicht Rechtsberatungsschein nehmen ohne Personalausweis. Ohne Personalausweis geht es nicht, Hartz IV zu bekommen, geht nicht, das medizinische Karte zu bekommen, geht nicht, eine Wohnung zu bekommen, und so bin ich wohnungslos geworden. Ich habe bei verschiedenen Ämtern gewesen. Ich habe verschiedene Anwälte angesprochen. Ich war sogar im Verwaltungsgericht gewesen. Die alle Ämter haben versagt. Und das hat versagt der Staat. Es gibt ein berühmtes Zitat. Mit diesem Zitat wollte ich jetzt beenden. Wir wollen eine Gerechtigkeit und haben einen Rechtsstaat bekommen. Hey, hey, ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich verlor Frau, Kind, das Übliche, ich bin zum Alkoholiker geworden. Meine Frau ist weggegangen mit ihrem Kind über einen Monat, hat mich dann rausgeklagt. Ich bin jetzt seit gut 5 Jahren obdachlos, habe seit 5 Jahren besetze ich diverse Häuser. Und das letzte Haus, ein Freund von mir war einkaufen und ich habe mich nochmal hingelegt zum Schlafen. Und dann wurde ein Molotow-Cocktail auf das Dach geschmissen und das komplette Haus ist abgebrannt. Ich kam quasi wie ein Streichholz in das Krankenhaus rein und seitdem bin ich wieder komplett auf der Straße, also komplett. Hey, hey, ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ja, meine Eltern trennten sich mit 10, als ich 10 war. Mit 12 ab ins Heim. In der Einrichtung Hasenburg, die schließen musste gerichtlich, weil die uns zu stark misshandelt haben. Bis ich 17 war, mit 17 zu meinem Vater. Doch diese Zeit, auch weil meine Mutter mich zwischen 10 und 12 misshandelte mit ihrem Freund, machte mich so stark kaputt, dass ich emotional, psychisch fertig war, es mit meinem Vater nicht aushielt und leider auf die Straße kam. Naja, aber das Hoffnungsvolle, was mir heute auf der anderen Seite wieder Kraft gibt, ist, dass ich zur Selbstvertretung wohnungsloser Menschen gekommen bin, dass ich jetzt beim Theater dabei sein darf und einfach für die Jungen einstehen kann, darf. Dafür stehe ich. Danke. Hey, hey, ich brauche Neuro, 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 was ich brauche. Ich brauche Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauche. So, viele Geschichten haben wir gehört. Einzelne Schicksale haben wir gehört. Von jedem etwas genommen, das wäre ein Stückchen Kuchen für mich und alle Stückchen Kuchen aneinander gereiht. Trotzdem würde noch ein Stückchen von diesem Kuchen fehlen. Und das ist natürlich mein eigenes Schicksal. Aber damit ist auch der Kuchen komplett. Und das Schicksal teilen wir eben alle gemeinsam. Dankeschön. Hey, ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Ich brauch Neuro, Neuro, Neuro ist, was ich brauch. Und wenn ich dir meine Story erzähl, teilst du 9 Euro mit mir. Ich brauch Neuro.
brauch